Hallo meine Lieben, heute mal wieder ein neues Video von mir. Ja, ich möchte euch über einige Sachen informieren, doch bevor ich loslege, was ich euch zu sagen habe, abonniert doch einfach mal meinen Kanal und vielleicht auch gleich die Glocke dazu anklicken, damit ihr immer informiert werdet, wenn bei mir was Neues passiert. Ja, wie ihr wisst, bin ich ja von Hannover aus nach Oldenburg gezogen und habe da meine Praxis. Ich habe ja während der Corona-Zeit eine ganze Zeit lang online gearbeitet und das mache ich auch immer noch. Wer sich beraten lassen möchte, könnte jederzeit auf mich zugehen. Meine ganzen Kontaktdaten, die schreibe ich nachher unten rein in den Kommentar. Ansonsten findet ihr mich auch über www.alexanietfeld.de oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben mit info@alexanietfeld.de. Bitte relativ kurz halten, wenn ihr was von mir wollt, damit ich das schnell sichten kann und schauen kann, ob ich euch helfen kann. Es gibt jetzt zum Ablauf ein paar bestimmte Dinge, die ich gerne noch euch mitteilen möchte, weil es doch sehr, sehr schwierig ist, immer wieder dasselbe zu erklären. Das habe ich heute Morgen gerade wieder gemerkt, als ich einen Anruf einer Patientin bekam, die auch von weiter weg kommt. Ganz aus dem Osten Deutschlands. Und natürlich behandle ich solche Menschen auch, beziehungsweise berate sie auch. Und viele Dinge sind über die Entfernung auch möglich. Das heißt, ihr könntet auch Laboruntersuchungen machen über mich. Das heißt Stuhl, Urin, Speichel, Blut auch. Blut ginge auch. Also wenn ihr jemanden in der Nähe habt, der euch Blut abnehmen kann, dann kann ich euch alles Erforderliche zuschicken. Das kriegt ihr zu euch nach Hause. Ich muss nur vorher eure Daten haben, das heißt Name, Adresse, Geburtsdatum. Und wenn ihr privat versichert seid, müsste ich auch wissen, welche Versicherung. Ja? Dann kann ich das in die Labordaten eingeben und dann kann ich euch alles, was ihr benötigt, wie Stuhlröhrchen, Blutröhrchen und so weiter, alles zuschicken. Da steht genau drin, wie ihr was machen müsst. Da sind immer Erklärzettel dabei, die müsst ihr euch gut durchlesen. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Das ist kein Problem. Dann schreibt ihr mir einfach eine E-Mail. Oder ich bin auch bei Signal zu erreichen oder bei Telegram, über einen Messenger von Facebook auch. Ja. Da könnt ihr mich überall erreichen. Und dann würde ich mit euch telefonieren. Das heißt, die erste Viertelstunde ist gratis für euch. Da könnt ihr euch anmelden, einen Termin bei mir holen. Dann können wir 15 Minuten telefonieren. Dann können wir genau evaluieren, ob ich für euch in Frage komme, was eure Problemkonstellation betrifft. Und dann machen wir einen Termin zur Erstanamnese. Der dauert ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden. Ihr könnt mit 120 Euro rechnen für eine Erstanamnese. Das ist normal. Ja, das ist beim ersten Mal leider so. Aber besser eine gute Erstanamnese, als dass wir da Tage, Wochen, Monate, Jahre rumdoktern und kommen einfach nicht voran. Wenn wir ein vernünftiges Labor haben, mit dem wir arbeiten können, dann haben wir auch ein besseres Handwerkszeug, damit wir schneller helfen können. Ja? Also jeder kennt wahrscheinlich diese berühmte Schublade. Chronisch kranke Menschen haben die fast alle. Eine Schublade, wo alles drin liegt, wo irgendjemand mal irgendwann gesagt hat, ah, nimm das mal, das hilft dir bestimmt. Irgendein Nachbar oder so oder Kollege, wie auch immer. Und dann kauft man sich das alles und nimmt das ein paar Mal und schmeißt das wieder in die Schublade, weil es denn das doch nicht ist. Das Problem ist ja, dass wenn wir hier eine chronische Erkrankung haben, dass es sehr, sehr schwierig ist, das mit einem Mittel wegzubekommen. Vor allen Dingen chronische Erkrankungen sind keine Erkrankungen, die auf einer Ursache hin beruhen, sondern das sind immer mehrere Faktoren, die da zusammenkommen zu einem großen Ganzen und das ganze System nachher irgendwann zum Kippen bringen. Ja? Dann ist es nicht der letzte Tropfen, der behandelt werden muss, sondern das gesamte Fass, was völlig übergelaufen ist mit dem letzten Tropfen. Ja? Schulmedizinisches Denken und naturheilkundliches Denken unterscheiden sich natürlich. Wer schon im naturheilkundlichen Sektor unterwegs war, der weiß solche Dinge, dem brauche ich das nicht nochmal erzählen. Aber Menschen, die sich nicht verstanden fühlen, die chronisch krank sind, die von einem zum anderen getingelt sind und im Grunde schulmedizinisch schon alles durch haben, da müssen wir halt schauen, dass wir das Ganzheitliche betrachten. Und da brauche ich einfach mehr Informationen dafür. Das heißt, das wäre auch gut, wenn ihr ein altes Labor irgendwie habt, was schon mal gelaufen ist, oder wenn ihr irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal,
Untersuchungsergebnisse habt oder irgendwas, ja, einfach zusammensammeln, dass ihr das schon mal beieinander habt und dann können wir das alles in Ruhe durchsprechen am Telefon und ihr könnt mir das auch per E-Mail schicken, ja. Bitte mich nicht zu sehr überladen, wirklich nur die wichtigsten Sachen und vor allen Dingen nicht die Sachen von vor 20 Jahren, sondern wirklich die aktuellsten Dinge, ne? Ja, das ist so das, was ich von euch brauche. Wenn ich euch Dinge fürs Labor zuschicke, dann ist es so, dass alles schon vorbereitet ist. Das heißt, ihr bekommt fertig gepackte Taschen, wo alles drin ist, wo ein Zettel drin ist, wo Röhrchen drin sind zum Blut abnehmen, wo Stuhlröhrchen drin sind, wo ein Stuhlfänger drin ist und so weiter. Und macht euch keine Gedanken. Also diese Umschläge, die sind auch schon frankiert und auch die Adresse vom Labor ist drauf. Das braucht ihr dann nur noch eintüten. Wenn es um Blutproben geht und ich bin nicht in der Nähe und ihr seid weiter weg, ist das auch kein Problem, wenn ihr jemand habt, der Blut abnehmen kann. Irgendein medizinisches Fachpersonal, meistens kennt man irgendjemand im Freundeskreis oder wie auch immer, oder eine Krankenschwester, dass man da sich mal eben Blut abnehmen lässt. Ich fertige alles vor und wir sprechen hinterher das Ergebnis durch. Ja, das ist die einfachste Methode. Ja, und wenn ihr zu mir kommen solltet oder wolltet nach Oldenburg, ist das auch kein Problem. Also ich beschäftige mich nicht nur mit Ernährung und Darmproblemen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, chronischen Schmerzzuständen, alles, was mit dem Bewegungsapparat zu tun hat. Ja, wir haben eine sehr gute Ausstattung in der Praxis, was auch die Messtechnik betrifft, über Adduktoren, Abduktoren, Kraftmessungen, Extension, Flexion der Halswirbelsäule und so weiter. Alles, was mit CMD-Therapie zu tun hat. Fragt einfach nach. Wir können Ganganalysen machen. Wir haben Dunkelfeld. Ja, fragt einfach nach oder schaut auf meine Webseite www.alexaniedfeld.de. Und wer Sportler ist unter euch, der kann auch noch mal auf die Seite www.sportscreening.de schauen. Da haben wir auch einiges für Hochleistungssportler, aber auch nicht nur aus dem Profibereich, sondern auch normale Sportler. Klar, die können sich auch an uns wenden. Um die kümmern wir uns auch. Ja, ich arbeite mit zwei Zahnärzten zusammen, sehr eng sogar, die also auch im ganzheitlichen Sektor unterwegs sind, die auch kinesiologische Testungen durchführen können, die ein spezielles System entwickelt haben, um eine CMD festzustellen, aber auch zu therapieren, und zwar nicht über Schienen, sondern über ein selbstentwickeltes System. Das könnt ihr euch auch im Internet anschauen. Auf Anfrage beantworte ich euch auch gerne alles. Oder ihr ruft selber in der Praxis See You Smile Oldenburg an. Ja? Wenn ich dran denke, schreibe ich die Nummer nachher unten auch nochmal eben rein. So, das ist so das Grobe, womit ich so zu tun habe. Also, ihr habt die Möglichkeit, in Präsenz mich zu erleben, in der Praxis in Oldenburg, oder eben auch mich telefonisch zu kontaktieren und dass wir über E-Mail oder Zoom kommunizieren. Überhaupt alles gar kein Problem, habt da keine Berührungsängste, ich bin jederzeit für euch da. Dann muss ich noch hinweisen auf ein Buch, wer chronische Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat. Ich habe da ein gutes System entwickelt. Das ist kein Plan. Also ich mag diese Pläne nicht, 30 Tage bis zur Gesundheit oder so. Das ist nicht so meins. Also ich habe ein Buch geschrieben, 262 Seiten. Frag doch mal Alexa. Das gibt es bei Amazon, weil das Books on Demand ist. Es ist relativ klein geschrieben. Ich habe sehr viel Wissen auf 262 Seiten gedrückt. Also wundert euch nicht, da sind Dinge drin wie Rezepte, eine Positivliste für die Ernährung bei chronischen Darmproblemen. Es ist meine Geschichte da drin, wie ich selber so schwer krank war und in den Rollstuhl kam damals und wie ich mich da wieder rausgekämpft habe. Da werdet ihr auch einige Symptome lesen und vielleicht findet ihr euch da an der einen oder anderen Stelle auch wieder. Das ist auch möglich. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant für euch. Dann steht da auch noch einiges über Nahrungsergänzungsmittel drin, aber eben Dinge, die nicht so überall im Internet stehen. Also das sind eher doch ein bisschen außergewöhnliche Dinge und auch außergewöhnliche Texte. Also es lohnt sich auf alle Fälle, dieses Buch zu kaufen. Es ist etwas teurer, aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass wenn ihr mich 80 Euro die Stunde bezahlen müsst, das nicht wirklich günstiger ist. Also da kann man wirklich im Buch einige Dinge gut nachlesen. Wenn ich diese Fragen beantworte, kostet das jedes Mal wesentlich mehr Geld. Also ich habe es extra deswegen aufgeschrieben. Vor allen Dingen auch, weil ich immer wieder Probleme habe, das alles gleichmäßig wiederzugeben. Das heißt, ich fange an, luschig zu werden. Ich setze bestimmte Dinge einfach immer mehr voraus, je öfter ich sie gesagt habe. Und das ist einfach nicht so. Die Patienten kommen dann nicht mit.
Und Sie können es auch nicht so lange behalten. Und auch wenn Sie es mitschreiben, haben Sie trotzdem Probleme, wenn Sie hinterher aufgelegt haben, das alles umzusetzen, weil Sie das meiste schon wieder vergessen haben. Und deswegen würde ich euch, wenn ihr solche Probleme habt, das ans Herz legen, dieses Buch. Fragt doch mal Alexa. Ja, also das sind so die grundsätzlichen Dinge, die ich euch mal an die Hand geben wollte, damit ich auch nicht immer alles erklären muss am Telefon. Das kostet ja auch Zeit und Geld. Deswegen habe ich gedacht, okay, wenn mich einer dann anschreibt, dann kann ich dieses Video schicken und dann können Sie das angucken. Und ich glaube, die meisten Fragen habe ich hier beantwortet. Ja, ich kann jetzt noch mal, weiß ich nicht, fällt mir noch irgendwas ein? Nö. Ja, ich hätte noch Sachen vom Labor zeigen können, aber das seht ihr dann. Also wenn ihr was haben wollt von mir, dass ihr Blut abnehmen könnt, wenn ihr mal einen Mikronährstoffstatus haben wolltet, das ist so Grundvoraussetzung, finde ich, einen vernünftigen, guten Mikronährstoffstatus, damit man sieht, wo man steht. Nicht nur für Sportler, sondern auch für normale Menschen. Und da gibt es eben auch einen Unterschied. Ich habe da auch noch ein anderes Video dazu. Das ist auch hier in meinem Kanal. Da geht es um Mikronährstoffe. Das könnt ihr euch auch nochmal anhören in dem Zusammenhang. Dann brauche ich es hier nicht nochmal alles erklären. Denn Mikronährstoffstatus und Mikronährstoffstatus ist nicht immer dasselbe. Ja? Also das eine, was die Krankenkasse bezahlt und das andere, was über den Heilpraktiker läuft oder über einen ganzheitlich denkenden Arzt läuft, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja? Denn in der normalen oder in der normalen Schulmedizin ist es eher so, dass die Nährstoffe da so wenig getestet werden, weil die Krankenkassen einfach nicht zahlen. Wenn, dann wenige Dinge und dann nur nach einer besonderen Indikation. Und ja, wenn die Indikation nicht gegeben ist, dann kommt ihr da eigentlich nicht ran. Weil solange ihr nicht kurz vorm Ableben seid, wird man da nicht einen riesengroßen Status machen. Also das wird der Arzt nicht tun, ja? Auch wenn er das könnte. Und dann kommt als nächstes ja noch dazu, dass eigentlich nur bei der normalen Diagnostik zwischen männlich und weiblich getrennt wird und dem Alter unterschieden wird. Da wird jetzt nicht geguckt, ob wir jetzt hier einen Cristiano Ronaldo haben, der 7 Tage die Woche trainiert oder auch ein Spiel noch macht. Oder Lieschen Müller, die auf dem Sofa sitzt und strickt. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe und da könnt ihr euch schon denken, dass das nicht unbedingt miteinander vergleichbar ist. So. Und ich mache einen speziellen Mikronährstoffstatus und da ist es halt so, dass man das auch nochmal alles differenzieren kann. Also ob jemand wirklich viel unterwegs ist, ob der Sport macht, wie alt er ist und so weiter. Da fließen mehrere Dinge ein. Und wenn ich ein großes Paket habe, also bei Leuten, die wirklich schwer chronisch krank sind und auch schon sehr, sehr lange damit rumlaufen mit ihren Beschwerden und die schon so eine Schublade haben für chronisch Kranke mit unendlich vielen verschiedenen Sachen, die sie mal irgendwann genommen haben und die alle irgendwie nichts gebracht haben. Da kann ich anbieten, dass wir ein ganz, ganz großes Profil machen. Da kann man aber schon mal, je nachdem, ob man Selbstzahler ist oder Privatpatient, schon mal so 400, 500 € ausgeben. Ja? So ein normaler Mikronährstoffstatus, da ist man gut mit 150 € dabei. Da weiß man schon eine ganze Menge. Aber bei jemandem, der schon sehr, sehr lange chronisch krank ist, da sollte man wirklich ein größeres Profil machen, weil das ist sonst alles Kleckerkram und man kommt überhaupt nicht voran. Denn letztendlich ist das dann teurer. Ja, wenn man nie vorankommt, weil man probiert dann immer so viele Dinge aus, man geht zu so vielen Therapeuten, statt mal einmal wirklich reinzugucken, was ist in meinem Körper überhaupt los? Habe ich überhaupt die Ressourcen zum Entgiften? Ich weiß, dass es einige Kollegen gibt, die immer entgiften, entgiften, entgiften. Und dann gucke ich da rein und denke immer, mein Gott, aber womit denn? Ja, die Grundsubstanz ist gar nicht da. So. Und das ist das, woran ich dann arbeite und schaffe erstmal die Basis dafür, damit überhaupt richtig gearbeitet werden kann. Ja. Gut, so, ich glaube. Ich habe jetzt erstmal genug erklärt. Ich werde noch mal ein extra Video machen. Da geht es dann einzig und allein nur um unseren Plasma-Jet. Wir haben also ein neues Gerät in der Praxis. Ganz futuristisches Teil. Super klasse. Und geht um Plasmatherapie. Könnte ich euch schon mal so sagen. Und ja, wer sich dafür interessiert, gerne mein nächstes Video anschauen. Und ansonsten, ne, fragt doch mal Alexa. Bin für euch da. Bis dann. Ciao.